Welcome in Nepali, Swagatam and Servus. Auf Nepalesisch, Swagatam. We are very happy to be here and we are going to welcome in our Nepali culture in through this red color. And wir sind sehr froh, heute hier zu sein. Und sagen Sie herzlich Danke. Und in Nepal heißen wir willkommen durch eine rote Farbe. When we got in our home our new guest, we would like to welcome through this color. This color means victory and power. It is natural. We have a tree in Nepal. Wenn Gäste zu uns nach Hause kommen, heißen wir sie willkommen mit dieser roten Farbe. Sie steht für Kraft, für Mut, für Sieg. Und es ist eine natürliche Farbe, das von einem nepalesischen Baum, aus einem nepalesischen Baum wird das hergestellt. And I'm going to welcome to our friends who is here, if they like to put this in her forehead. Und ich möchte meine Freundinnen hier auf dem Podium willkommen heißen, mit so wie wir es in Nepal machen, wenn sie das wollen. You have another thing, how you welcome people. Es gibt noch eines, wie Gäste willkommen geheißen werden. And thank you very much for taking this, it called in Nepali, Tika. Das heißt Tika, dieser rote Punkt. And we have one typical instrument from Nepal, folk instrument, and we are going to sing a song through our Nepali lyrics to warm welcoming all of you, our guest today. Wir haben ein traditionelles Musikinstrument aus Nepal mitgebracht und möchten mit einem Volkslied, mit einem nepalesischen Volkslied, Sie alle hier heute willkommen heißen. Okay, today you are our guest, very important guest. That's why we are very happy to sing this song. And this is a Nepali song. I'm sorry, I couldn't sing in Germany. Heute sind Sie unsere Gäste und daher möchten wir jetzt einen nepalesischen Willkommenssong singen. Es ist auf Nepalesisch. Menuka spricht leider kein Deutsch. And our songs means we are very happy to be here and thank you very much for Old House, Austrian People and KFV and DK. From their support we are be here and you are our great supporter and you are our power. That's why we are doing some resultful work in Nepal. So thank you very much all of you. So that songs means that, and we are very happy to be here. We don't like to go back, but I have to go back. Mit diesem Song, mit diesem Lied möchten wir uns auch ganz herzlich bedanken bei Welthaus, bei der katholischen Frauenbewegung und der Dreikönigsaktion, die ihre Projekte auch unterstützen, und bei Ihnen, die jetzt auch da sind. Ihr seid die große Unterstützerinnen. Ihr gebt uns die Kraft und die Stärke für die Arbeit, die Sie hier auch leisten. Dankeschön. Und das soll auch dieses Lied ausdrücken. Nepal baat aeko dhaera, aeko dhaera. Old House le bolako bhaera. Ke bhao tha chaina, aba malai pharkera Nepal, janai man la chaina, bolayo hera, aba malai chaina man chhodera, ke bhao tha chaina, ke bhao tha chaina, aba malai
सुनला छैन अब मलाई फर्केर नेपाल जानै मनला छैन अस्ट्रिया साह्रै मन परेको साह्रै मन परेको के पीले ठुलो गुण गरेको के भाव थाहा छैन के भाव थाहा छैन अब मलाई फर्केर नेपाल जानै मनला छैन के भाव थाहा छैन अब मलाई फर्केर नेपाल जानै मनला छैन अब मलाई फर्केर नेपाल जानै मनला छैन थ्याङ्क यू भेरी मच You have prepared something from Nepal to us. You can sit, please stay, because wir nehmen das Ganze, die VHS nimmt das Ganze auf, darum ist es immer wichtig, bei den Mikros zu bleiben. Please stay with the microphone. Here we see on the back the Nepalian flag. Can you just explain? It's a very special flag. Im Hintergrund sehen wir die Fahne, die Flagge von Nepal, die ist ja sehr eine außergewöhnliche Flagge. Ja, yeah, you can see a triangle. This the meaning represent Himalaya. And the color is blue, it represent peace. Die Form symbolisiert eben den Himalaya, das Gebirge. Die blaue Umrandung, die blaue Farbe symbolisiert Frieden. You can see red. Red is strength, power and life. And die rote Farbe symbolisiert Stärke und Leben. The sun and moon is represent until the sun moon will be in this universal, Nepal will be there in this world. Sonne und Mond auf der Flagge symbolisieren, solange es Sonne und Mond gibt im Universum, solange wird es auch Nepal geben. You can see the Nepal is divided three part. Down you can see Tarai, the represent green. Green means the we are the more than 80% we depends on agriculture. And in then Nepal ist in drei Teile aufgeteilt, also nicht nur das gebirgige Nepal gibt es, sondern im Süden, dieser grüne Teil, das ist das Flachland, Terai. 80% der Menschen in Nepal leben von Landwirtschaft, das hauptsächlich in diesem Gebiet ist. Between the hilly area represent the Kathmandu, where is the Kathmandu seated in the hilly area, the kingdom of Nepal. And then in der Mitte ist das Hügelland, wo auch Kathmandu liegt, die Hauptstadt Nepals. Then you can see the mountain Everest, where we don't have any agriculture things, harvest, and our small country with between our big brother India and China, but with top of the world Himalaya. Im Norden ist eben dann das gebirgige Land, das Himalaya-Massiv, wo auch der Mount Everest beheimatet ist. Nepal liegt zwischen den großen Ländern China und Indien, aber Nepal gilt jetzt auch als Dach der Welt. We have very balanced with two brothers. We have to balance with the China and India very carefully. Sie müssen eben das gut ausbalancieren zwischen diesen zwei großen Brüdern China und Indien. Now you can see some of the part of the Himalaya and our typical house and some of the other area also you can see. Oh, sorry, big Himalaya and then the
Das ist eben das Gebiet, das gebirgige Gebiet, das bekannt ist auch in Österreich mit den Bergen. And some of the house you can see like a Ostia, but that is not so strong than the Ostia. Hier sieht man auch typische Häuser in Nepal, die jetzt nicht so stark und fest gebaut sind. Yeah. And now you can see the culture. In Tarai, some of have part have machine, but the majority we have to work with our hand. Our sister, that the farmer or women are working in the field. Das sind eben Fotos aus dem Hügelland und hier sieht man auch, wie in Nepal noch gearbeitet wird. Es wird einfach viel auch in der Landwirtschaft oder das meiste in der Landwirtschaft händisch gemacht. Now is this is also represent of the Tarai and the Pahar and we can have most of the fruit we can have in Nepal. Das sind eben Bilder, die das Flachland Nepals symbolisieren oder Bilder aus dem Flachland Nepals, wo auch der größte Teil der Landwirtschaft betrieben wird, größte Teil der Früchte herkommt. And that's the corner you can see the typical the boy standing with the baby boy and the sitting. This is the some represent of the real life of the village rural area. Also ganz im Hintergrund da herunten sieht man auch einen kleinen Jungen, der eben auf seine Geschwister hier Acht geben muss, auch ganz was Typisches in Nepal. Here is you can see our Nepal, and it is we have 30 million population, 30 million and 30 Millionen Einwohner Einwohnerinnen hat Nepal. Two times of big than Austria. Es ist zweimal so groß wie Österreich. And we have 92 spoken language, but our national language is Nepali, so we couldn't understand each other. 92 ethnic and indigenous group there is. 92 verschiedene Sprachen werden gesprochen, wo sie sich auch untereinander nicht wirklich verständigen können. Die Sprache, die alle sprechen, ist Nepalesisch. And among the 30 million population, we have 51% female, 49% male. Die 30 Millionen Menschen teilen sich auf in 51% Frauen und 49% Männer. But education person is 70% male educated, only 45% female educated. Aber bei der Bildung schaut das dann ganz anders aus. 70% der Männer haben eine Schulbildung genossen bzw. sind alphabetisiert. Bei den Frauen sind das nur 45%. It means men's male population is bigger than small than female, but female's condition is very old because our society, Nepali society, is male-led and male-dominated. Also obwohl die Männer eigentlich anzahlmäßig weniger sind, sieht man eben in der Bildung, schaut es ganz anders aus und die gesamte Gesellschaft in Nepal ist sehr stark männerdominiert. This is our valley, picture of capital city of Kathmandu, capital city of Nepal, Kathmandu, this is a valley. Das sind Fotos jetzt von Kathmandu, von der Hauptstadt. Not a systematic house like here. And this is our national flower, rhododendron. Das ist die Nationalblume von Nepal, eine Rhododendronblüte. This is a very popular picture, you know already, maybe. This is a one is cow, another is ox. Cow is our national animal. Das ist, kennt ihr ja bestimmt, was das hier ist. Das ist eben auf der einen Seite eine Kuh, auf der anderen Seite ein Ochsengespann, Ochsen. Die Kuh ist das Nationaltier Nepals. I think you know already we have 80% Hindu family. That's why Hindu people worship her cow like a god and like a mother. 80% der Menschen in Nepal sind hinduistischen Glaubens. Die Kuh ist das als ein heiliges Tier. Sie beten das an. Es gilt auch als Mutter. We could not. We drink milk of cow, but we don't eat meat of cow.
Wir trinken zwar Milch von den Kühen, aber es ist unmöglich, das Fleisch zu essen. If anyone kill the cow, they have to go to prisoner like personal murder. Also wenn jemand eine Kuh tötet, dann gilt das ähnlich wie wenn man einen Menschen ermordet und man muss auch ins Gefängnis dafür. But ox, we can use that like butter. Aber die Ochsen, die können wir zum Arbeiten hernehmen. This is some picture of representative of our religion. We have Hindu and Buddhist and Christian also and Kirat also. So there some of the from Buddhist and some of temple of Hindu. And you Denn know, diese Bilder symbolisieren den Reichtum der Religionen. Es gibt eine Vielzahl an Religionen, die größte Hinduismus, aber auch Buddhismus, christliche Religionen, muslimische Religionen gibt es in Nepal. And you know or not, I don't know, Lord Buddha's birthplace also in Nepal, that's why there are two numbers of Buddhist people. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Buddha ist auch in Nepal geboren. This is our Nepali food. We Nepali food. Nepali people eat a lot rice and little bit curry and little bit pickle, little bit vegetable. Das ist nepalesische Essen. In Nepal essen die Leute eine große Portion Reis und nur eine kleine Soße dazu, kleine Portion Gemüse, kleine Portion Curry. Our main people who is staying in hill area, there is no electricity, there is not a vehicle too. That's why they have to carry all of things their backside, so they need a lot of carbohydrate calories, so they eat a lot. In den ländlichen Regionen Nepals ist es ja oft so, dass in den Dörfern noch keine Elektrizität vorhanden ist. Es gibt wenige oder sehr schlechte Straßen. Das heißt, sie müssen auch wirklich noch sehr hart körperlich arbeiten, viel schwere Lasten tragen. Deshalb brauchen sie auch wirklich eine nährstoffreiche Nahrung wie im Reis. Darum essen sie auch so viel Reis. Und zum letzten Bild darf ich jetzt noch was sagen. Wir haben sehr viel gehört vom Reichtum von Nepal und Nepal hat unter anderem eben auch sehr starke Frauen. Zwei von ihnen haben wir eben heute hier, Draupadi und Menuka. Dankeschön für die Präsentation. Bitte schön. Ja, vielen Dank für dieses Entführen nach Nepal. Der Untertitel lautet ja Lust auf Frauenrechte und manchmal hat man den Eindruck, als wäre das mit den Frauenrechten ja schon irgendwie ein alter Hut, als wäre schon alles erreicht und es ist schon ein bisschen langweilig damit hausieren zu gehen. Und tatsächlich hat sich laut dem Development Report, dem Entwicklungsbericht der Weltbank, die Situation der Frauen in den letzten 25 Jahren dramatisch verbessert. Das betrifft sowohl die Rechtssituation als auch den Zugang zu Bildung, zu Arbeitsplätzen, als auch den Bereich der Gesundheit. Und dennoch ist die Situation von Frauen und Mädchen in vielen Bereichen immer noch sehr schwierig. Die Herausforderungen sind von Land zu Land und auch von Rechtslage zu Rechtslage recht unterschiedlich. Unsere Gäste auf dem Podium heute werden verdeutlichen, dass es noch immer viel zu tun gibt in Bezug auf Frauenrechte. Dass die Forderung nach einem Mehr an Geschlechtergerechtigkeit leider kein alter Hut ist, sondern bittere Notwendigkeit. Sie werden uns aber auch gleichzeitig Einblicke in ihre Arbeit geben, die uns ausblicken lässt in eine bessere Zukunft für Frauen und Mädchen weltweit. Alle vier Podiumsgäste arbeiten in und für Organisationen, die sich für ein besseres Leben von Frauen und Mädchen einsetzen. Und ich darf nun in der ersten Runde alle vier um eine nähere Vorstellung bitten. Warum engagieren Sie sich eigentlich in diesem Bereich? Wie kam es dazu? Welche Geschichten stehen hinter der Motivation, in diesem Bereich tätig zu werden? Und als erstes möchte ich Draupadi Rokaya bitten um eine Antwort. Ja.
you. It's I think you have already seen. I born in the far west Nepal. Ich bin im ganz westlichen Teil Nepals aufgewachsen. My mother got married when she was 10 years old. Meine Mutter wurde mit 10 Jahren verheiratet. And I have seen her struggle life. Und ich habe gesehen, wie sie kämpfen musste in ihrem Leben. I knew that the importance of education. Und ich habe immer schon gewusst, wie wichtig Bildung ist. But not easy to get the education. I have struggled a lot. Aber es ist ganz schwierig gewesen, auch für mich zu Bildung zu kommen. Of course, I got the opportunity to study in the mission school one time. Aber ich habe dann die Möglichkeit erhalten, in einer Missionsschule zu lernen. I have seen the my birthplace is far west and the struggle to Kathmandu, and I have seen and I knew that the what is the important for the girls and what to do. Ich habe einfach gesehen, was wirklich wichtig ist für die Mädchen, dass die Bildung einfach eins der wesentlichen Dinge ist, auch in Kathmandu. Even we have sometimes we have money, we are very difficult to get the city and the place to for the security place for the girls. Die Bildungseinrichtungen, die Schulen sind auch oft weit weg, in Kathmandu zum Beispiel, und es ist ganz schwierig, alleine das Geld aufzutreiben, dorthin zu kommen. In 1993 hat es, wie sie begonnen haben hier zu arbeiten, hat es noch keine Möglichkeit gegeben, für Mädchen, für Frauen in der Stadt hier eine Bleibe auch zu finden. And another thing also is I have to tell you true, because God, Almighty God, give me the strength and committed. And I have seen the people's life also, studying mission school, the people also, Catholic, who started the school in Nepal also. That's also motivated me to work on this difficult, take the challenge work. Ich habe auch meine Kraft bekommen über Gott, über die Begegnung mit Gott in der Missionsschule, wo ich auch einfach meine Kraft drinnen finde, hier arbeiten zu können. Als nächstes möchte ich Erika Kirchweger bitten. Sie arbeitet für die katholische Frauen, also ist die Vorsitzende der katholischen Frauenbewegung, auch eine Einrichtung, die sich für Frauen und ihre Rechte einsetzt. Guten Abend. Die katholische Frauenbewegung ist eine bereits sehr lange bestehende Organisation in ganz Österreich und vor allem auch in Oberösterreich, und ich habe sie bereits über meine Mutter kennengelernt. Ich bin selber in einer Bauernfamilie geboren, als älteste von 7 Geschwistern. Und für uns in einer sehr kleinen Landwirtschaft im Steiertal. Und für uns war es nicht selbstverständlich, dass wir weggehen konnten in eine Schule, tatsächlich in ein Internat gehen konnten. Das war eigentlich nur möglich, weil es Sozialleistungen gab bei uns in Österreich damals in den 70er Jahren. Das heißt, meine Eltern haben Schulbeihilfe bekommen, haben eine Heimbeihilfe bekommen. Ansonsten wäre das sehr, sehr schwierig gewesen, wirklich mehr zu lernen, als vielleicht die Grundschule zu machen und eine Lehre zu machen. Ich habe Matura gemacht und bin Lehrerin, und mir ist dann im Laufe meines Lebens immer wieder untergekommen, dass es gerade für Mädchen nicht selbstverständlich ist, das zu tun, was sie sich vorstellen oder was sie möchten. In meiner Kinderzeit hat es noch einen Nachbarn gegeben, der hat gesagt, na, meine Mädchen brauchen nichts lernen, die sollen heiraten. Das gibt es heute eigentlich nicht mehr. Und wir wissen, dass wir heute in einer Zeit leben, wo Mädchen oder junge Frauen eigentlich in akademischen Ausbildungen schon fast mehr sind als Männer. Und das hat sich sehr, sehr stark verändert in unserer Welt. Und das haben starke Frauen zustande gebracht, die sich engagiert haben. Meine Mutter war auch eine starke Frau, die sich engagiert hat. Sie war Ortsbäuerin, mein Vater hat sich in der Gemeinde engagiert. Das heißt, ich hatte Eltern, die sehr wohl sich auch für ihre Lebenslage eingesetzt haben und für die Verbesserung ihres Lebens und auch für die in ihrer Umgebung. Und das, muss ich sagen, das ist etwas, das ich mitbekommen habe. Ich bin dann mit meinem ersten Kind und mit meinem Mann nach Linz in die Stadt gezogen,
Und dort habe ich eine Frauengemeinschaft gefunden in einer Pfarre. Das heißt, mit Kleinkinderrunden, mit jungen Familien, die in derselben Situation waren. Und dort haben wir uns, da haben wir uns auch wieder zusammengeschlossen und haben für uns ein gutes Leben versucht zu haben, indem wir Verschiedenstes aufgebaut, also an Gemeinschaft eigentlich sehr viel aufgebaut haben. Und das hat mich eigentlich an der katholischen Frauenbewegung dann auch so fasziniert, dass ich mich dafür eingesetzt habe und in die Leitung zuerst in der Pfarre gegangen bin und dann auch weiter in der Diözesan, bis in die Diözesanleitung. Gutes zu erfahren. Was ist ein gutes Leben? Das beschäftigt mich sehr stark und das beschäftigt immer wieder Frauen bei uns. Wir sind nicht unbedingt gefordert, dass wir unsere notwendigsten Basislebensbedürfnisse erfüllen. Viele Frauen von uns geht es eigentlich gut. Und trotzdem zu schauen, was heißt aber ein gutes Leben für alle zu haben. Wen beute ich mit meinem Lebensstil vielleicht auch aus? Und darauf zu schauen, was brauche ich tatsächlich zu einem guten Leben? Ist das Materielles oder gehört da was anderes noch dazu? Und Manuka hat vorhin vom Reichtum der Religionen gesprochen und ich finde in diesem christlichen Glauben einen Reichtum und ich glaube, es gibt in den vielen Religionen diesen Reichtum des Glaubens, egal in welcher Religion, aber unsere Gesellschaft scheint das ein bisschen aus dem Auge zu verlieren und das möchte ich auch in der katholischen Frauenbewegung einfach am Leben oder zur Sprache bringen. Das ist eigentlich der Grund, warum ich mich einsetze, warum ich mich persönlich einsetze. Dankeschön. Das gute Leben für Frauen und Mädchen beschäftigt auch Manuka. Warum engagierst du dich für Frauenrechte in deinem Land? Thank you. In our culture, son is everything, daughter is nothing. Our society that thinking and our culture showing this. In unserer Gesellschaft ist der Bub, der Junge ist alles und das Mädchen ist nichts. Das ist ganz tief in der Kultur, in der Tradition verankert. That's why my mother's goes to every year pregnant due to son baby. My grandparents and wants to son. That's why she become pregnant every year, but she couldn't get son, only daughter. So I have seven elder sister. Daher war es auch für ihre Mutter. Sie stand unter enormem Druck von den Großeltern. Sie hat ständig Kinder geboren, aber es sind immer nur Töchter auf die Welt gekommen. Und Manuka hat 7 Schwestern, einen Burschen, aber das war zu wenig. Insgesamt sind sie zu 9. And again, my mom was pregnant. I was in inside of my mom's womb, and my father died on an accident. Wie meine Mutter zu Manuka schwanger war, ist der Vater bei einem Verkehrsunfall gestorben. I born after 8 months, my father dead. Nach 8 Monaten kam Manuka zur Welt. So there was no option, no opportunity. My mom was illiterate. My mom has not skill. So she thought she have a lot of baby. She couldn't survive them. So she lost her memory. She lost her voice, and she went to severe trauma. Das war eine ganz, ganz schwierige Situation für die Mutter, denn sie stand jetzt ganz alleine da mit den 9 Kindern. Sie war selbst Analphabetin, hatte auch keine ökonomischen Möglichkeiten und das war auch eine ganz dramatische Situation. Sie hat dann auch ihr Gedächtnis verloren, ihre Stimme verloren und auch ganz starke psychische Probleme dadurch. But she knows about the value of education. That's why she earned some money from dishwash and cloth wash, and she got some money and she sent me local school. That's why I got opportunity to study.
Aber für sie war es ganz, ganz wichtig. Sie wusste über den Wert der Bildung und hat alles versucht, eben einen Schulbesuch für Menuka zu ermöglichen. Mit verschiedenen kleinen Arbeiten hat sie ihm geschaut, so viel wie möglich Geld aufzutreiben. Und dadurch wurde dann Menuka ein Schulbesuch ermöglicht. When I was studying in grade 6 and I was 11 years old, at that time my mom also died due to lung infection because she went to severe trauma, she got one lit cigarette and then she becoming the lungs infection. Als Menuka 11 Jahre alt war, nach der 6. Klasse ist ihre Mutter gestorben an Lungenentzündung. Sie hat auch durch die psychischen Probleme sehr viel geraucht und ist eben dann gestorben. At the same time, my uncles captured all of our property and there was no option, so I left my village and I went to the city. There was some my cousin also, but when they see me, they closed their door. Die Familie des Vaters hat dann auch alle die wenigen Besitztümer noch beansprucht und ihnen weggenommen. Und es gab für Menuka da keine Chance. Sie ist eben dann vom Dorf in die Stadt gegangen, nach Kathmandu. Sie hatte dort Verwandte aufgesucht, die sie um Hilfe bitten wollte. Die haben sie aber auch nicht eingelassen und die Tür verschlossen. So there was no option to me, so I became street only one secure place for me, so I survived in the street and like street children. Die einzige Möglichkeit, die sie dann gesehen hat, war eben auf der Straße zu leben und sie hat dann als Straßenkind auf der Straße gelebt. And street life also not easy, there are so many problems sometimes I got physical abuse and sexual abuse, so I tried to die myself, so I tried to drink 3 times of poison, but I couldn't die after 3 times also. Das war eine ganz, ganz schwierige Zeit, weil es auf der Straße natürlich keinen Schutz gibt und gab und es kam zu physischen Angriffen, auch sexuelle Belästigung, sexueller Missbrauch. Sie hat dann versucht, sich auch das Leben zu nehmen mit Gift 3-mal. Das ist auch, hat auch nicht geklappt. So, I want to die, but I couldn't. So, I have to live anyhow. So, I search a job and then same time I got a chance to singing in a restaurant and I started to singing as a singer in the restaurant. Nachdem die Selbstmordversuche nicht geklappt haben, hat sie dann gedacht, okay, sie muss was anderes machen. Irgendetwas will, dass sie am Leben bleibt. Sie hat sich dann erinnert, dass sie immer schon sehr gerne gesungen hat und hat dann auch einen Job in einem Restaurant als Sängerin bekommen. But I didn't know about the what is restaurants for what and what they are we are going to perform. So when I entered in the restaurant and then I saw the so many difficulties, like owner wants to become a rich man quickly, so she used always that innocent girls like forced prostitute. Wie sie da in das Restaurant als Sängerin gekommen ist, sie hat am Anfang gar nicht gewusst, was sich in diesen Restaurants abspielt. Aber wie sie dann da als Sängerin gearbeitet hat, hat sie eben gesehen, dass hier sehr, sehr viele junge Frauen, junge Mädchen arbeiten, die vom Besitzer ausgebeutet werden und die auch gezwungen werden, Sexarbeit zu verrichten. My duty was single, but owner wanted to do that type of behavior, so I couldn't tolerate. So I thought that time this is abuse for us. So I tried to connect another girls who is working with us in that such a hostess and waiters. Sie war in diesem Restaurant als Sängerin, aber sie hat das gesehen und sie hat gesagt, das ist überhaupt nicht akzeptierbar und tolerierbar. Und sie hat versucht, die Frauen zu vernetzen und zusammenzubringen und mit ihnen angefangen zu arbeiten. And society also doesn't exist that time. Oh, restaurant worker,
like they throw a bad word, but I don't doesn't matter because I have to. I need education, so I have to do that work for my study. Die Arbeit in diesen Restaurants ist natürlich auch gesellschaftlich nicht angesehen, aber sie hat das auch machen müssen oder wollen, um sich Geld zu verdienen, um sich ein Studium leisten zu können. But one thing is interesting, who are they are working? I only was educated and all are illiterate. So that's I thought they have to write for education. So I buy for one pencil and copy, which copy and pencil buy from my salary. And I started to how to write, how to read. Aber sie hat eben gesehen, sie hatte ja schon sie hatte eine Ausbildung genossen, sie konnte lesen und schreiben. Diese jungen Mädchen und Frauen waren Analphabetinnen und sie hat jetzt einmal angefangen, von ihrem Gehalt auch Schreibzeug, Schreibunterlagen zu kaufen für diese Frauen und hat angefangen, mit ihnen gemeinsam Kurse abzuhalten und ihnen Lesen und Schreiben beizubringen. And I working there for till my master degree. I did master degree in sociology from that profession. And the same time, we collect so many girls. They want to change their life. So we decided to unite. And in 2004 March, we established one organization. That organization called Protection Nepal. In Nepali, Raksha Nepal. In diesem Restaurant hat sie für 6 Jahre gearbeitet, um ihr Studium finanzieren zu können. Sie hat dann ein Soziologiestudium abgeschlossen und hat dann auch gemeinsam mit diesen Frauen 2004 Raksha Nepal gegründet. Raksha Nepal heißt auf Deutsch Beschütze Nepal. And we are very happy to meet you. You are our great supporter, so thank you all of you, DKA and KFB. Due to your support, we are able to do, we are fighting for against prostitution in Nepal. Thank you so much. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Danke für diese Möglichkeit und danke für die Unterstützung von der Dreikönigsaktion und KFB, die uns einfach ermöglichen, mit diesen Frauen zu arbeiten und gegen die Prostitution zu kämpfen. Vielen Dank, Venuka. Vielen Dank, dass du deine so berührende und beeindruckende Geschichte mit uns geteilt hast. Ich darf jetzt noch Lucenoy Kesheta bitten. Was ist denn dein Hintergrund? Wie kam es dazu, dass du jetzt sozusagen bei Mais gelandet bist, beziehungsweise das ja eigentlich gegründet hast? Mitgegründet. So, so meine Geschichte, das beginnt in Brasilien. Ich bin die erste von 7 Kindern und 3 Schwestern, 4 Brüder. Und was sehr stark in Erinnerung geblieben ist, ist die Empörung, schon in meiner Kindheit, weil da mussten wir ziemlich viel unternehmen im Haushaltsbereich, alle Kinder eigentlich, ziemlich früh schon. Und die Aufteilung dieser Aufgabe, was die Brüder alles machen durften und die Mädchen nicht, und das war für mich sehr empörend und habe sehr viel Widerstand geleistet. Und das waren, glaube ich, schon irgendwie Motivationen für einen späteren Zeitpunkt, eher so früh wie möglich aus dem Haus und zum Studieren. Und dann habe ich das Glück gehabt, gleich schon im feministischen Kontext mich zu engagieren. Und habe auch das Glück gehabt, in die florierende Zeit der Befreiungstheologie und Philosophie in Brasilien das studieren zu dürfen, was meine politische Arbeit schon sehr stark dort geprägt hat. Und eher im Zuge dessen bin ich nach Österreich gekommen, um eine Dies hier zu schreiben. Und gleich am Anfang mit anderen Migrantinnen hier natürlich getroffen und in Kontakt mit anderen Migrantinnen, die in noch eine schlechtere Situation waren. Na, eigentlich, wir waren nicht in einer schlechteren Situation, muss sagen, so im Vergleich mit meisten Migranten, die hier kommen, weil ich ziemlich privilegiert, weil ich ein Stipendium gehabt habe. Eher von der KfB. und
und konnte dann einiges leisten, weil es war Bescheid, aber war eine Sicherheit da auf jeden Fall. Und ja, nach den ersten Wochen, ich bin am 19. Februar gekommen und am 8. März war das erste Treffen dann mit den anderen Frauen und seitdem nie aufgehört. Und ja, motiviert von den Frauen, ihre Geschichte, ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche, ihre Druck auch. So in der Richtung, ja hallo, ihr studiert eh, ihr konntet das machen, bitteschön, das brauchen wir, ne? Übersetzung, Informationen und. Das am Anfang natürlich in eine umstrukturierte, informelle und selbstverständlich auch total freiwillige Art und mit der Zeit und Größe der Nachfrage eher ist klar geworden, es gehört besser strukturiert werden, es gehört Infrastruktur auch bekämpft werden, damit es weitergehen kann und somit ist die Geschichte auch von Mais entstanden und das schon vor 18 Jahren. Eigentlich bin ich gekommen, um maximal 4 Jahre hier zu bleiben. Ja. Vielen Dank. Gut, dass ich geblieben bin. Ja, das auch. Ja. Für den Input und für dein Bleiben. Ja, ich darf dann schon zur zweiten Runde überleiten. Und jetzt kennen wir unsere Diskutantinnen ein bisschen besser, wissen, woher sie kommen, wissen ihre Hintergründe und einen Teil ihrer Geschichte. In der zweiten Runde möchte ich Sie bitten, ein wenig mehr auf die Projekte und Ihre Arbeit einzugehen und auch auf die Herausforderungen in Ihrer Arbeit. Meine erste Frage geht wieder an Traubadi. Ich möchte wissen, was macht denn deine Organisation genau, die Young Christian Association in Nepal? Und inwiefern verändert denn ihr Tun die Situation für Frauen und Mädchen vor Ort? Und vielleicht auch ein bisschen, mit welchen Schwierigkeiten seid ihr auch konfrontiert? Thank you. As I already mentioned, and when I was study, always I work and I was able to do the my graduate. And then neben dem Studium habe ich eben auch immer schon gearbeitet, um meinen Abschluss zu machen. And we started this center, and then we're providing education, literacy, the women how to read and write. Ein Schwerpunkt in unserem Zentrum, das wir gegründet haben, ist Kurse im Lesen und Schreiben anzubieten. Because of illiteracy, sometimes they cheated. They will say provide a good job, might be they are indeed in India. Denn das ist sehr wichtig für die Frauen, einfach lesen und schreiben zu können, um auch nicht betrogen zu werden. Denn oft kommen sie in Arbeitsverhältnisse, wo sie gar nicht wissen, warum und wieso, und am Ende werden sie nach Indien verkauft. Especially we are addressing the domestic violence in Nepal, arranged marriage, and after arranged marriage, there are alcohol problem with the men. As you say, men are women, and we are trying to just providing the counseling for the women and girls, children and sometimes family. In Nepal ist es noch sehr üblich, sind arrangierte Hochzeiten noch sehr üblich und auch mit dem Hintergrund dieses traditionellen Systems, wo der Mann noch so über der Frau steht, ist es eben ganz wichtig, die zweite Schiene, die sie haben, wirklich auch die Beratungsstelle, wo Frauen kommen können, beraten werden, gestärkt werden. There were many orphanages due to the 10-year conflict also. Eine andere Schiene ist, es gab einen 10-jährigen Bürgerkrieg und darum gibt es auch sehr viele Waisenkinder. It's after the starting come this center, many became the nurse, teacher, social worker and good wife or housewife. Und sie haben eben auch hier für diese Waisenkinder ein spezielles Zentrum, wo sie auch Ausbildung bekommen, die eben dann jetzt auch schon Lehrerinnen, Krankenschwestern, verschiedenste Berufe gelernt haben und auch gute Hausfrauen sind. Our life is important. We just give them strength to with the whatever struggle in your life, you have to fight with this struggle and alive. Das Wichtigste, was Sie den Frauen immer mitgeben möchten, ist, dass ihr eigenes Leben das Wichtigste ist, dass sie
ganz egal, was passiert, dafür kämpfen müssen und dafür wollen sie sich stärken. Is the then the none of the people, the girls, women or children have think about suicide or die. And no, they never think about the dying, no, have a suicide. Das Wichtige, das Sie ihnen eben mitgeben wollen, sie sollen nicht daran denken, dass sie sterben können, sondern wirklich das Positive, das eigene Leben, darum kämpfen, ganz wichtig. Then we have to provide the vocational training according their need. If they are small, we send to school. Und es wird dann immer geschaut, was die Frauen brauchen, je nach Altersgruppe, die Jüngeren eben eine Schulausbildung und ältere Frauen dann auch wirklich eine Berufsausbildung. And we provide seed money who want to start a small business. Und sie haben auch ein Kreditprogramm, ein Mikrokreditprogramm, wo die Frauen auch dann eigene kleine Shops oder Geschäfte aufbauen können. Is the as we the demand is so many, sometimes we are not able to reach all the because of lack of the resource and manpower, we are not able to meet their demand or request. Manchmal ist natürlich der Bedarf so groß, dass sie nicht alles leisten können, was gefragt wäre. In the 2009, I think God sent the right person from the Austria. 2009 hat Gott, glaube ich, die richtige Person nach von Österreich nach Nepal geschickt. And India was there and we saw everything. She visited Andrea von der Dreikönigsaktion und der KfB hat Nepal besucht und hat auch ihre Projekte angeschaut. Since 2000 we have more we are providing more opportunity to other people who need. Und seitdem wird dieses Projekt eben auch finanziell unterstützt und sie haben dadurch einfach auch die Möglichkeit erhalten, ihre Angebote auszuweiten, um den großen Bedarf besser abdecken zu können. First of all, I would like to thank God and then DK, KB and KKV and the Australian people. And sometimes challenges we have to deal with the police, authority, the family. It's not, but we are trying to work positive way, not this way, but the positive respect with each other. Thank you. Ja, Sie möchte eben nochmal Danke sagen an die gesamte Unterstützung, die sie von Österreich erhält. Und die großen Herausforderungen gibt es natürlich viele. Sie haben zu kämpfen mit der Polizei, mit den Familien, also mit den, zum Beispiel eben den Großeltern, die da auch dahinter stehen immer bei diesen Frauenschicksalen. Aber sie wollen eben schauen, dass sie immer einen, den positiven Ansatz in den Vordergrund stellen und die Frauen ermächtigen, stärken. Many good stories and challenges, if you like, we can share later. Es gibt viele, viele gute Geschichten, wie sie das auch geschafft haben und die Herausforderungen gemeistert haben, gibt es dann vielleicht auch noch später die Möglichkeit, da mehr darüber zu erfahren. Danke dir. Menuka, du hast ja schon ein bisschen über die Gründung von Raksha erzählt, wie es dazu gekommen ist. Was macht denn jetzt Raksha genau und welche Position vertritt deine Organisation in Bezug auf Sexarbeit und gibt es deshalb auch manchmal Schwierigkeiten? Thank you. Basically, we are focused on the, in Nepal, there are 200,000 girls who are working in forced prostitution. Unser Fokus liegt eben bei der erzwungenen Prostitution. Über 200,000 Mädchen und Frauen sind in diesem Sektor eben gezwungenermaßen tätig. And 70% women's group is between 11 to 24 and 30% 25 to 35. 70% dieser Frauen sind zwischen 11 und 24 Jahren alt. So our organization try to give them vocational training and alternative livelihood and among them 90% wants to dignity and alternative way, 10% wants to legalize of sex trade. Der Schwerpunkt liegt ja auch, Ausbildungsprogramme anzubieten in ihrer Arbeit in verschiedenen Richtungen. 90% wollen auch
einen anderen Lebensweg einschlagen. 10% kämpfen auch für die Legalisierung der Prostitution. So we are working for 90%. If you want to take a vocational training, so many vocational training we have, you can come. And for 10%, we are trying to give how to protect and how to do safe sex. Also es gibt eben zwei Schienen, die einen anderen Lebensweg für sich haben und eine andere Lebensplanung, die versuchen sie wirklich auch Bildungsmöglichkeiten zu geben, Ausbildungsmöglichkeiten zu geben, damit sie auch in anderen Bereichen Fuß fassen können. Und für die, die in der Sexarbeit bleiben wollen, hier auch die rechtliche Ausbildung zu geben, Stärkung zu geben, damit sie auch wirklich aus dieser gezwungenen Situation herauskommen und auch die Rechte kennen, die sie haben. So our major activity is awareness, advocacy, sensitization through media to government and society. Ihre speziellen awareness, advocacy and sensitize. Was sie machen in ihrer Arbeit ist eben einerseits die Ausbildung, die Sensibilisierung, auch anwaltschaftliche Arbeit über die Medien zum Beispiel. So we are focused in vocational training and economical empowerment. We believe if woman can sustain is economically, she can fight herself any type of abuse. So our concentration is now how we can help them for sustainability of economic. Ganz ein wichtiges Anliegen ist es für sie wirklich die Frauen ökonomisch unabhängig zu machen, dass sie ökonomisch auf eigenen Beinen stehen können, denn das ist einfach das Wichtigste, damit Frauen sich dann auch, dass Frauen auch stark und unabhängig auftreten können. And challenges also in our research shows who is the number one customer from police and army, so this is very difficult to deal with them. Eine der größten Herausforderungen ist, dass die Kunden aus Polizei und Militär kommen. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig auch für ihre Arbeit. And second, customers from politicians. So it is very difficult to deal with them also. Und die zweitgrößte Gruppe der Kunden sind die Politiker. Auch das macht die Arbeit nicht leichter. And some of government holder and some of foreign people also. But one thing is in Nepali society, without marriage, there is not society don't allow to do sex. That's why everyone's guided like conservatively, sex is not good. That's every person has that thing in their mind. That's why when they know. She is a prostitutor, she don't treat goodly. Andere Kunden sind auch ausländische Kunden, aber das ist eher eine kleinere Gruppe. Was auch das Problem ist in der nepalesischen Gesellschaft, dass Sex ein Tabuthema ist, dass es auch sehr negativ besetzt ist. Also von klein auf ist Sex ist was Schlechtes. Sex kann man nur haben, wenn man verheiratet ist. Und das ist auch ganz schwierig, da diese Themen überhaupt anzusprechen. And also government people see one, they wants to exploit freely every times when they want. That's why they don't want to systematic solution. So government blamed always girls. Girls are not good. That's why they working. They have to do another work. But governments don't want to give alternative livelihood also. So it is very difficult to deal with government also. Es ist auch ganz, ganz schwierig, hier mit der Regierung zusammenzuarbeiten, denn die sind einfach auch in dieser ganz stark patriarchalen Tradition drinnen, wo die Frauen auch nichts wert sind. Und sie wollen auch nichts unternehmen gegen diese Ausbeutung. Und daher gibt es hier auch keine Zusammenarbeit. And main challenge is economic support, financial support. Without financial support, we could not give we can't change their life, girls' life.
Also, government don't want to give any support, so it is a good challenge to us in our work. Eine große Herausforderung ist natürlich die finanzielle Seite. Ohne Geld ist es ganz, ganz schwierig, diese Arbeit zu machen. Und von Regierungsseite gibt es hier auch finanziell natürlich keine Unterstützung. Danke dir. Die Organisation MAIS setzt sich ja auch mit der Situation von Sexarbeiterinnen in Österreich auseinander. Lucinia, kannst du uns ein bisschen einen Einblick darin geben? Und auch, was du als die größten Herausforderungen für deine Organisation siehst in Bezug auf dieses Thema? Ja, also das ist ein Thema eben, also von Anfang an der Arbeit bei MAIS, weil die erste Zielgruppe als solche, als wir dann regelmäßige Aktivitäten organisiert haben, waren eben Migrantinnen, die in der Sexarbeit hier in Österreich tätig waren bzw. sind. Und ja, heutzutage schaut schon viel anders aus. MAIS hat verschiedene Arbeitsbereiche, arbeitet mit Migrantinnen nicht nur aus Lateinamerika wie am Anfang, sondern ganz unabhängig aus welchem Herkunftsland sie kommen und auch ganz unabhängig, in welchem Tätigkeitsbereich sie sind. Und ja, und wir haben auch verschiedene Angebote. Nur immer noch ein Arbeitsbereich ist spezifisch für diese Zielgruppe und das nennen wir Sex and Work. Ja, wie schaut die Situation von Migrantinnen in der Sexarbeit hier in Oberösterreich? Ja, kann teilweise für Österreich sagen, aber mehr Daten haben wir selbstverständlich für Oberösterreich. Statistisch aus der registrierten Daten sind in Oberösterreich über 90%, eigentlich fast 100% alle tätigen Menschen in dieser Branche Migrantinnen. Das heißt, es ist von letztes Jahr die Daten 97%. Das heißt, es ist keine unwichtige Daten. Und zusammengefasst würde ich sagen, Sexarbeiterinnen sind hier mit ganz vielen Pflichten und wenigen Rechten konfrontiert. Also es sind, wie gesagt, Arbeiten, die registriert. Selbstverständlich gibt es eine graue Zone da, die wir nicht wissen können, wie viele nicht registriert arbeiten, wo sie arbeiten und wie. Also das können wir natürlich nicht sagen. Das wäre nicht seriös. Natürlich gibt es auch. Und die Pflichten sind zum Beispiel Steuer, gibt es ein Pauschal, jede Sexarbeiterin muss 250 Euro monatlich bezahlen, aber die Gegenleistungen, was eine Steuer, also ein Mensch, der Steuer zahlt, normalerweise dann hat, hat eine Sexarbeiterin eben nicht. Muss sich wie andere selbstständige Menschen beim SVA eine Versicherung haben, Sozialversicherung, was gut ist. Nur die Selbstständigkeit in dieser Branche ist, kann man sehr wohl sagen, dass eine Scheinselbstständigkeit ist, weil die Arbeit ist erlaubt hier in Oberösterreich jetzt mit erstmal ein Prostitutionsgesetz, der in Kraft am Ende September jetzt erst getreten hat. Genau. Und es ist außerhalb von Lokalen, die dazu genehmigt sind, jetzt neu die Möglichkeit, Hausbesuch auch zu machen beim Kunden. Aber die können zum Beispiel, was der Wunsch war, dass es auch im Wohnbereich das möglich ist, also dass die Frauen in ihrer Wohnung das auch leisten können, weil das wäre die Art, wo sie mehr Selbstbestimmung tatsächlich üben konnten. Das wurde abgelehnt und auch Straßenstrich ist verboten. Das heißt, das Einzige, was im
Vergleich mit der Situation vorher anders geworden ist, ist eben dieser Hausbesuch, dass das jetzt auch möglich ist, sonst nur im Lokale. Und selbstverständlich dann im Lokale gibt es Arbeitsregeln, die ähnlich sind wie in einer Arbeit von unselbstständigen, also jede unselbstständige Arbeit, ja. Das heißt, die Freiheit tatsächlich, die Zeit und vieles da selbst zu bestimmen, sehr relativ ist. Bei manchen große, bei manchen kleine, es ist relativ. Das waren jetzt Beispiele, ja, von den Pflichten. Frauen müssen sich in diesem Bereich wöchentlich Gesundheitskontrolle machen, und das kommt noch aus den Zeiten, wirklich, also so altmodisch, dass man sich nicht vorstellen kann, als Syphilis so eine Krankheit war, die bekämpft wurde, und dann die Bordelle, so ist entstanden dieses Gesetz. Welches Jahr war das nochmal? Weißt du jetzt? 1800, ja, genau. Und da gibt es in wenige Länder auf dieser Welt solche Kontrolle, unter denen Österreich. Und ich konnte noch eine Liste machen. Die wenigen Rechte, die gibt es aber. Und wichtig für uns in unserer Arbeit ist, dass im Vergleich mit anderen Arbeitsbereichen, wo Migrantinnen arbeiten dürfen oder eine Arbeit überhaupt bekommen hier in Österreich, wenn man dann einen Vergleich macht von der Arbeitsverhältnisse, von den Schwierigkeiten und so weiter, und da kommt man zu ganz vielen Parallelen, ganz vielen Ähnlichkeiten, und wir können deswegen solche Parallele machen, weil die Frauen, die zu uns in unserer Beratung zum Beispiel kommen, hauptsächlich im Reinigungsbereich, Pflegebereich und auch in der Sexarbeit tätig sind, ganz unabhängig davon, welche Qualifikation sie in ihrem Herkunftsland schon gemacht haben, welche Arbeitserfahrung sie mitbringen. Das heißt, eine Bekämpfung da von dieser Tätigkeit kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Zuerst, weil das eine absolute moralistische Perspektive wäre, und das sogar in Anbetracht der Doppeltmoral, das so stark in diesem Zusammenhang gibt, wäre unpassend. Und auch, weil er ein Ausstieg aus dieser Tätigkeit, zum Beispiel mit dem Argument finanzielle Unabhängigkeit, ein besseres Leben, wo denn? Im Reinigungsbereich verdienen sie weniger als Pflegerinnen. Auch. Ja, in der Tat, so kommen die Informationen von den Frauen. Und das ist eine große Herausforderung unserer Arbeit. Das wurde gefragt, mit welchen Schwierigkeiten sind wir konfrontiert. Wir sind konfrontiert mit ganz vielen Schwierigkeiten. Und eine davon ist die Perspektivewechsel, das ganz wichtig wäre hier, um mit Migranten überhaupt umzugehen in dieser Gesellschaft, die eine Migrationsgesellschaft tatsächlich ist. Ja, das ist nicht zu leugnen. Und die Leute hier, die Migranten hier als Opfer zu sehen, ist keine Hilfe eigentlich. Das bringt wirklich nicht eine Veränderung in der Situation. Wichtig wäre, andere Politik hier zu treiben, und die Strukturen und die Zuschreibungen, die hier gemacht werden für Migrantinnen, sind sehr sexistisch und rassistisch. Das heißt, Migrantinnen kommen, wenn wir nur zum Beispiel Arbeitsmarkt nehmen, wenn sie schon weil die Migrationspolitik sind restriktiv, bis zum geht's nicht mehr. Und wenn sie schon die Aufenthaltstitel hier erledigt haben und einen Zugang zum Arbeitsmarkt überhaupt bekommen haben, kommen da, und das ist, was ich vorher gesagt habe, welche Arbeitsmöglichkeiten bekommen sie in der Tat? Das heißt, es ist ein Teufelskreis, ein sehr großes, und es wäre wichtig, das zu brechen und dann schauen, was wäre da
möglich, gibt es so ein enormes Potenzial da und gibt es auch natürlich auf Seite dieser Gesellschaft großes Bedarf. Und trotzdem ist sehr wenig die Bereitschaft, sachlich in diese Problematik einzugehen und zu diskutieren. Das wäre unser großer Wunsch. Danke, ich weiß, die Zeit ist knapp, um in dieses komplexe Thema zumindest ein bisschen auch nur reinzuschauen. Ich danke dir und auch für den Aufriss der Problemlage. Es ist, was mir aufgefallen ist, diese Doppelmoral ist in beiden Fällen ganz deutlich geworden. Auf der einen Seite der sogenannte Bedarf und auf der anderen Seite dieses Verurteilen von oft sehr hohen Stellen und jenen, die das dann auch als Konsumenten nutzen, das Angebot. Ja, die katholische Frauenbewegung unterstützt beide Projekte in Nepal. Die Frage jetzt an Erika Kirchweger, warum macht das die KFB? Was motiviert denn auch die Frauen in der katholischen Frauenbewegung, sich für Frauen in so ganz anderen Ländern, in so ganz anderen Bereichen überhaupt einzusetzen? Die katholische Frauenbewegung setzt sich auch für benachteiligte Frauen in unserem eigenen Land ein, gerade auch für Migrantinnen, aber auch für Alleinerziehende, die sehr viel oder sehr häufig auch unter die Armutsgrenze fallen. Wir setzen uns gesellschaftlich ein, wir setzen uns gesellschaftspolitisch ein, das heißt, wir erheben auch die Stimme gerade für diese benachteiligten Frauen in unserer Gesellschaft. Wir setzen uns gegen eine Benachteiligung von Frauen in der Kirche ein und da deckt sich für mich diese Doppelmoral sehr, sehr stark. Nicht nur in unserer Gesellschaft ist sie, auch in unserer Kirche ist sie ganz stark da. Und wir setzen uns über unseren Tellerrand hinaus auch entwicklungspolitisch ein. Das sind Grundsätze, nach denen die KFB auch arbeitet, zur Stärkung von Frauen, zu einer Stärkung der Selbstbestimmung von Frauen, egal wo sie zu Hause sind, ob die jetzt bei uns in Österreich sind oder über diesen Tellerrand global gesehen. Und gerade dieses Globale, das hat die katholische Frauenbewegung bereits 1958 mit der Gründung des Familienfasttags eigentlich schon gemacht. 1958, das war noch eine sehr arme Zeit in Österreich und trotzdem haben die Frauen der katholischen Frauenbewegung damals gesagt, wir wollen aber nicht nur unsere eigene Situation sehen, sondern wir wollen die Frauen in der ganzen Welt sehen. Und zwar aus einer Grundhaltung heraus, dass wir alle Töchter Gottes sind, egal wie wir Gott sehen, egal welche Religionen, aber wir haben gleiche Würde. Und aus dieser Grundhaltung heraus wurde dieser Familienfasttag 1958 gegründet, wo es in der Fastenzeit infolge dessen zu vielen Fastensuppenessen gekommen ist, wo viele Frauen sich einsetzen, wo nicht große Sponsoren gesucht werden, sondern wo ganz viele Frauen wirklich dort, wo sie sind, mit kleinen Schritten viel Gutes bewirken und das zu einer Stärkung für Frauen in verschiedenen Ländern der Welt. Besonders angefangen hat es in Asien, in Lateinamerika und jetzt sind auch Projekte in Afrika, die gefördert werden. Und Nepal und diese beiden Projekte in Nepal, die bringen das total zum Ausdruck, was der katholischen Frauenbewegung so wichtig ist, nämlich dieses Stärken von Frauen mit Bildung. Das hat auch bei uns in der katholischen Frauenbewegung in Österreich eigentlich so begonnen, dass Frauenbildung stattgefunden hat. Und wir wissen, dass diese Gleichberechtigung von Frauen und Männern, ein gutes Leben zu entwickeln für Frauen, ganz, ganz wichtig ist diese Bildung. Bildung von Frauen, aber nicht nur die formale Bildung, sondern auch die Bildung des Selbstbewusstseins, der Selbststärke, das, was die beiden Frauen auch genau so beschrieben haben. Und darum setzen sich so viele Frauen dafür ein, für diesen Familienfasttag und für solche Projekte wie in Nepal. Okay, danke schön. Ja, wir haben jetzt einen Einblick bekommen in die Organisationen, in die Tätigkeitsfelder der Podiumsgäste und ich darf euch jetzt recht herzlich einladen, Fragen zu stellen, Statements abzugeben. Die vier sind bereit und werden auf ihre Fragen antworten.
würde gerne wissen, wie sich Mais finanziert. Ob das irgendwie staatlich unterstützt wird oder ob das auch aus Spenden unterstützt wird. Gibt es gleich noch eine Frage? Sonst können wir mal auch ein, zwei sammeln, aber wenn nicht, vielleicht folgt die Inspiration nach der Beantwortung. Hier gibt es noch eine. Ist nicht so wichtig, aber ja. Neugierig ist man halt. Ich war eigentlich überrascht, dass die beiden Schwestern katholisch sind. Eine wie große Minderheit oder kleine Minderheit sind die Christen in Nepal. Okay, danke. Gut, brennt noch was, ganz akut? Gut, dann bitte ich dich mal die erste Frage zu beantworten. Ja, für diese Antwort konnte ich wirklich viel Zeit benutzen, weil das ist eine sehr langwierige Geschichte, aber... Ja, wie gesagt, wir sind in verschiedenen Arbeitsbereichen organisiert. Ein Grund dafür ist natürlich, dass es großen Bedarf da gibt, aber ein anderer ist auch sogar, um finanzielle Unterstützung zu schaffen, weil wir bekommen kleine Finanzierungen von ganz verschiedenen Stellen, ja. Gab es sogar vor kurzem von FPÖ hier eine Thematisierung, das war in einigen Medien auch drinnen. Die haben Mais als Beispiel gegeben für Mehrfachfinanzierung. Und das ist sehr spannend, weil wir in unserem Jahresbericht schreiben wir alle Subventionsgeber. Das ist eine lange Liste. Aber wenn man dann sieht, wie viel, ich sage es nur, von der Stadt Linz, für die Arbeit, direkte Arbeit mit Sexarbeiterinnen. Was kommt? Es ist nicht einmal 15% von der Summe, die wir für diese Arbeit tatsächlich ausgeben, nicht tatsächlich brauchen, sondern ausgeben, ja, von dem gesamten Budget. Und dann einen Teil von Land und einen Teil vom Gesundheitsministerium, das nach jahrelang immer die gleiche Summe geschafft hat, nach vielen Argumentationen, es muss mehr sein, und dann haben sie es geschafft, uns ein bisschen zu kürzen noch. Also ich sage nur, es ist ein enormer Kampf, und das Geld, das wir von Land, von Österreich bekommen, ist leider Gottes viel, viel weniger als das Geld, das wir dann von der EU bekommen, weil es ist die einzige Möglichkeit, durch große Projekte die Arbeit dann überhaupt zu finanzieren. Ja? Und wer da ein bisschen Erfahrung mit EU-Projekten hat, weiß, was das bedeutet. Das ist enorm viel Aufwand, aber ohne das würden wir es nicht schaffen. Weil Kofinanzierung für diese Projekte bekommt man schon, weil natürlich es ist für ein Jahr oder maximal zwei Jahre und dann ist es wieder vorbei. Ja. Und natürlich erleben wir auch von Spenden, von anderen Unterstützungen, weil nur für ein öffentliches Geld, es ist sehr gering, und es ist nicht gering, wenn man die Ausmaß der Arbeit nicht vor den Augen hat. Man muss sich denken, das sind über 40 Mitarbeiterinnen. Es sind ganz viele Arbeitsbereiche. Bei uns sind jeden Tag circa 120 bis 130 Leute in den verschiedenen Maßnahmen, die wir organisieren. Also es ist keine kleine Sache, ja. Deswegen ist das Budget insgesamt nicht so klein. Aber es ist enorm der Aufwand da mit Verwaltung, wegen dieser Abrechnungen von kleinen Anteilen. Also es ist, ja. Aber ohne das wäre auch nicht möglich. Das ist eine Überlebensstrategie sozusagen. Da möchte ich noch etwas sagen dazu. Die katholische Frauenbewegung ist auch mit Mais zusammen im Bündnis 8. März in Oberösterreich. Und genau das betrifft auch andere Frauenorganisationen, die für benachteiligte Frauen eintreten. Und die katholische Frauenbewegung ist in diesem Bündnis 8. März, und wir haben dort eine Stellung der Anwaltschaft, könnte man sagen. Wir haben 50.000 Mitglieder in Oberösterreich, die Mitgliedschaft bezahlen, die sich bekennen mit ihrem Mitgliedsbeitrag zur katholischen Frauenbewegung. Und das ist in einem politischen Kräfteverhältnis bei so einem Bündnis etwas sehr Wichtiges. Und so können wir auch solche Organisationen gesellschaftspolitisch unterstützen. Das wollte ich nur deutlich machen, dass das auch eine Kooperation ist, auch mit Mais und mit anderen Fraueneinrichtungen, auch bei uns.
Kurze Zwischenfrage auch von mir ist dazu, dass die KfB Mais unterstützt. Gibt es da keine Probleme mit Kirchenoberen, wenn die Jahresberichte von Mais gelesen werden oder so? Die katholische Frauenbewegung hat in unserer, also wir haben in unserer direkten Arbeit kaum Probleme mit Kirchenoberen. Wir haben nur dann Probleme, wenn wir uns innerhalb der Kirche auflehnen. Dann bekommen wir Probleme, aber auch das machen wir. Wir haben einfach so viel an Hintergrund von Frauen, dass wir den Auftrag haben. Ich habe jetzt vor kurzem gesagt, aufmüpfig zu sein, aber nicht nur aufmüpfig zu sein, sondern auch wirklich zu handeln. Und unter Frauenorganisationen, denke ich mir, ist es heute ganz wesentlich, Kooperationen zu bilden, um einander einfach auch zu stärken in der Arbeit. Und auch diese Unterstützung, die du jetzt genannt hast, das ist jetzt eine gesellschaftlich-politische Unterstützung, ist aber keine finanzielle Unterstützung direkt. Ja. Wir haben das schon von KfB am Anfang gehabt. Ja, muss sagen, das erste, überhaupt erste Finanzierung, die wir hier bekommen haben für einen Deutschkurs, war so ein Geld von der KfB, das ist in der Geschichte geblieben. Aber und punktuell haben wir von der Kampagne oder so wieder was bekommen, aber wir bekommen keine regelmäßige Finanzierung von KfB. Okay, danke. Gut, dann darf ich die zweite Frage an Traupati weitergeben. Warum? Die Frage war einfach nach der Religionszugehörigkeit, oder? Und Zusammenarbeit zwischen den Religionen gibt. Ja. You already translated? Okay. Okay. 0.55 the Christians, and the Catholic is the less than the Protestants, and both of we are working with the interreligion. We don't discriminate any religion. Providing service to for both of them. Of course, my elder son is Catholic, and my husband involved interreligions internationally, interreligion the dialogue also. Also sie arbeiten beide interreligiös zusammen. Es gibt hier keine Diskriminierung aufgrund der Religion in ihrer Arbeit. Es geht hier wirklich um die Frauen, unabhängig von ihrer Religion. Ihr Mann ist katholisch. Jua. Traupati ist protestantisch und der älteste Sohn ist katholisch. I born in Hindu family and I grow up also Hindu family and Hindu tradition. Sie ist in einer hinduistischen Familie geboren und auch mit dem Hinduismus groß geworden. I respect all religion. I'm not neither Christian, neither Hindu, neither Buddhist. I respect all religion and I go to a temple, masjid and church for praying, but I believe God. Because if in my life there was not God, I couldn't do this thing because there was no mother, no father, and also I try to die, but God's don't want to my death, that's why I'm here. So I believe in God. Ja, Menuka sagt, also sie ist in einer hinduistischen Tradition aufgewachsen, ist aber jetzt weder hinduistisch noch christlich noch buddhistisch. Sie glaubt an Gott. Wichtig ist der Respekt gegenüber allen Religionen. Sie kann beten gehen in einen buddhistischen Tempel, in einen hinduistischen Tempel, in eine Kirche. Für sie ist es einfach wichtig, wirklich der Respekt vor allem, und für sie gibt es einen Gott, weil auch aus ihrer, aber es ist egal, welcher Religion dieser Gott angehört, aus ihrer Lebensgeschichte, er auch ohne Mutter, ohne Vater, sie sagt, es muss einen Gott geben, der sie auch gerettet hat, wie sie den Selbstmordversuch gemacht hat und ihr jetzt auch die Kraft gibt, das Leben zu führen, das sie jetzt lebt. Und wenn ich ergänzen darf, die beiden Frauen haben letzten Sonntag in Traun gepredigt, haben gesungen und gebetet in der Kirche dort. Hier gibt es noch eine Frage. Ich hätte auch eine Frage an die Dame von Mais. Und zwar ist die Aufenthaltsbewilligung der Frauen, die in der Sexarbeit tätig sind, ist die gebunden an ihre Tätigkeit in der Sexarbeit oder könnten sie auch in einen anderen Bereich wechseln? Ich glaube, es hat immer so etwas gegeben, so ein spezielles Visum,
dass sie nur kommen können, wenn sie in der Sexarbeit tätig sind. Okay, noch eine gibt es, sammle ich gerne, aber ansonsten bitte ich dich mal zu. Nein, das gibt es schon seit 2006 nicht mehr. Gab es für einige Jahre und seitdem nicht mehr. Also das war kurz bevor die neue EU-Länder also die frei, wie hat das geheißen noch einmal? Also die Leute durfte schon hineinkommen ohne Aufenthaltstitel für Österreich aus den 6 neue EU-Länder, so die Nachbarländer hier. Und kurz vorher war diese Maßnahme, um Migration noch zu restriktiver zu machen. Und seitdem gibt es das nicht. Genau, und das war eine Veränderung, die selbstverständlich Frauen aus der sogenannten Drittstaatsländer betroffen gemacht hat. Und da haben wir und haben bis heute noch einige Konsequenzen, die stark für die Frauen waren, zu bewältigen, sozusagen. Ja, weil das war in kürzerer Zeit dann die einzige Möglichkeit damals noch war, sie müssen heiraten, wenn sie hier noch überhaupt weiterleben wollen. Und man muss sich vorstellen, was das heißt, oder? Ja, und genau, und seitdem ist viel restriktiver geworden und jedes Mal, wenn neue Fremde im Rechtspaket gibt, das heißt, es wird noch strenger, es wird noch schwieriger. Gut, eine noch? Okay, nehmen wir noch. Eine Schlussrunde, also es können sich noch alle entschließen. Sie haben erzählt, dass die Frauen nach Indien verschleppt werden, wahrscheinlich auch zur Sexarbeit, oder? Oder zur Verheiratung? Almost more than 50,000 or it's 1,000, but we calculated average the every day 3 girls they cross the border from Nepal is cheated by the broker other family, and we estimated 15,000 in India, but I think it might be more than that. Sie haben das umgerechnet, also pro Tag werden ungefähr 3 Mädchen nach Indien verschleppt. 15,000 per year, 15,000 pro Jahr. And what are they doing? For sex work also sex work in India? Yeah. They will provide a good job, but they put in the sex worker. Also sie landen am Ende auch in der Sexarbeit. Es wird ihnen oft erzählt, dass sie einen anderen Job bekommen, aber im Endeffekt landen sie bei der Sexarbeit. Gezwungenen. The teenager or girls above 8 years above, they are sold by other broker people, mediator people, who get a lot of money. They will give little money to parents sometimes, but not cheated by other people. Also es geht schon geht's um Kinder auch 8 Jahre und aufwärts, die dann über Händler von ihren Familien dann vermittelt werden. Ja, wir haben gesehen, wenn sich was verändern soll und verändern kann, dann bedeutet das meistens auch Grenzüberschreitung. Das bedeutet Grenzüberschreitung, was Nationen betrifft, aber auch Konfessionen, Parteien, aufmüpfig sein gegenüber kirchenhierarchischen Ansprüchen, vielleicht auch grenzüberschreitend in Bezug auf Sprachen. Zum Schluss darf ich nochmal die Podiumsteilnehmerinnen um ein Statement bitten, um uns vielleicht auch ein Stück weit zu aktivieren, um uns zu motivieren. Ihr seid alle ins Tun gekommen aus einer Geschichte heraus. Und ich möchte euch fragen, welche Unterstützung braucht es denn aus eurer Sicht, die Situation von Frauen und Mädchen noch mehr zu verbessern? Was können denn wir tun, um die Situation zu verändern? Oder gibt es ganz spezielle Akteure und Akteurinnen, die angesprochen werden sollen und können, um etwas zu verändern, um die Perspektive für Frauen und Mädchen ins Positive zu verändern? Und ich darf jetzt mal mit Erika Kirchweger beginnen.
Solange es immer noch Frauen gibt, die keinen Zugang zu einer Basisversorgung haben oder zu Bildung haben, deren Ernährung nicht gesichert ist, solange es Frauen gibt, die zu Sexarbeit oder zu anderen diskriminierenden Verhältnissen gezwungen sind, ist es für uns notwendig, uns dagegen zusammenzuschließen und zu solidarisieren. Für uns hier in Österreich ist es sicher wesentlich, immer wieder darauf hinzuschauen, und das, glaube ich, kann nur durch Bildung und Sensibilisierung gelingen, was es heißt, ein gutes Leben zu haben und in welchen Mechanismen wir selber drinstehen, wodurch wir andere unterdrücken und ausbeuten. Wir stehen in solchen Systemen drinnen und wir können, oft denken wir uns, wir können da nicht aus. Aber ich glaube, dass diese Systeme nur durch kleine Schritte verändert werden können, durch jede einzelne Person, indem ich schaue, was kaufe ich ein, welche Arbeiten delegiere ich an wen. Und dazu braucht es Kooperationen meines Erachtens, braucht es für eine Organisation wie die KfB, sich zu positionieren und Frauen durch Bildung und Sensibilisierung eben ins Handeln zu bringen, dadurch, dass wir auch Gemeinschaften bilden. Weil wenn jede Frau für sich so alleine dasteht, dann denkt sie vielleicht, oder denkt sie nicht nur vielleicht, sondern dann ist es oft so, dass ich mir denke, na, da bin ich eh ganz allein, da bringe ich nichts weiter. Aber wenn wir uns zusammenschließen, wenn wir merken in Gemeinschaften, dass es auch anderen Frauen darum geht, dann gelingt es leichter. Und dann wird es auch kumulieren, sage ich jetzt einmal. Aus dieser Gesinnung zu einem solidarischen Handeln zu kommen, glaube ich, ist viel leichter. Und aus diesem Gemeinschaft bilden. Und ich denke, dass da gibt es so einen Spruch, wenn viele kleine Menschen viele kleine Schritte tun, wird sich das Antlitz der Erde verändern. Und das ist einer unserer Grundsprüche oder unserer Grundaussagen, mit denen wir uns immer wieder auch gegenseitig stärken. Und ich glaube, das müssen wir einfach tun. Dankeschön. Traubati, darf ich dich bitten, was ist aus deiner Sicht oder was wünschst du dir von uns oder von anderen Akteurinnen und Akteuren an Unterstützung? No, one drop of water, it will be dry, it's gone. If you have so much water, it will make the ocean. This way, and when we have we need the other support partnership also, and we can make the things possible which is impossible. And as I mentioned in the God's grace and your partnership and good wishes is giving us the strength to work, and is our wish. My wish is the injustice and peace in the family, society, in Austria, in Nepal, all over the country. Ja, ein kleiner Tropfen ist oft nichts, aber viele, viele kleine Tropfen ergeben dann ein großes Meer, den Ozean. So sieht sie auch die Arbeit der Frauen, die Zusammenarbeit der Frauen. Es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen, gegenseitig stärken. Und so kommen wir zu Frieden, Gerechtigkeit in der Familie, in dem Land und weltweit und global. Ja. Für die Migrantinnen in der Sexarbeit oder für Migrantinnen überhaupt, was ist aus deiner Sicht besonders wichtig, um ihre Situation hier zu verbessern? Also für die Migrantinnen selbst gibt es konnte ich auch sagen, ich würde mich ja aber jetzt beschränken, was wäre wichtig aus der Perspektive der Gesellschaft,
um Veränderungen hier wirklich zu schaffen. Ja? Also ich würde kurz sagen, Migrantinnen bitte nicht als Kultur zu reduzieren, Sexarbeiterinnen nicht als ihre Tätigkeit zu reduzieren, weil niemand, weil sonst in anderen Bereichen, normalerweise gibt es das nicht, ja, dass es jemand nach Tätigkeit benannt wird und reduziert wird. Und das ist angesichts der Tabu und des Stigma natürlich sehr, sehr, sehr problematisch. Ja. Und Migrantinnen brauchen keine Mitleid. Ja. Migrantinnen brauchen Rechten. Und deswegen dein Symbol für den Kampf hier in Europa für die Rechte der Sexarbeiterinnen. Und hier steht, Sexarbeiterinnen haben Lust auf ihre Rechte. Ja, also es geht um Rechten, es geht nicht um Mitleid, es geht nicht, bitteschön, Menschen so zu reduzieren, als in eine Opferperspektive zu drängen, sondern Rechten anerkennen und für mehr Rechte auch zu kämpfen. Das ist, was wir versuchen zu tun bei MAIS, und dafür ist natürlich sehr wichtig auch Unterstützung in verschiedenen Formen, verschiedener Art und Weise. Und die Bereitschaft, ganz tief und ernst damit auseinanderzusetzen, ist ganz wichtig dabei. Und wir sind bereit. Danke dir. Ja, Minuka, was braucht es aus deiner Sicht, um für Raksha oder überhaupt die Situation für Frauen und Mädchen zu verändern, zu verbessern? Thank you. Human service is a biggest service in the world. So it doesn't matter where are you away from, either Asia, either Europe, either Hindu, either Buddhist, either whatever. Human service is a biggest service than other thing. Die Frauenarbeit ist das Größte auf der ganzen Welt, ganz egal, ob das welcher Religion die Frauen angehören, welchem Land das die Frauen angehören. And especially from my side, there is no message because you are doing already. So my wish is in future. I can able to keep your finger and try to do something in this world together only. Es gibt keine Message, die ich hier vermitteln möchte, denn ihr arbeitet alle, seid engagiert im Frauenbereich für Frauenrechte. Das Wichtige für mich ist wirklich, dass ihr mir euren Finger gebt, dass wir uns gemeinsam unsere Hände reichen und dass wir gemeinsam in der Zukunft zusammenarbeiten und gemeinsam für eine gerechte Welt für Frauen kämpfen. Just equality and justice, peace, smile forever. Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und ein Lächeln für immer. Danke dir. Ja, Frauensolidarität international und alle Grenzen überschreitend. Danke euch allen für eure Inputs, eure Visionen, eure Berichte über eure Tätigkeiten. Danke euch vor allem für euer Tun, euer Engagement tagtäglich. Ich darf mich auch nochmal bedanken bei den Kooperationspartnerinnen, bei dem Wissensturm für die Herberge nochmal, bei der katholischen Frauenbewegung MAIS und dem Frauenbüro der Stadt Linz. An die Podiumsgäste nochmal alles Gute für euer weiteres Tun und ich wünsche euch vor allem Lust, dran zu bleiben an diesem Tun für mehr Gerechtigkeit und auch den Mut und die Kraft, immer wieder aufmüpfig zu bleiben und zu sein. Und die Alex möchte noch zum Schluss einen Text vorlesen. Ja, ich habe noch einen Text gefunden, den ich sehr passend und finde jetzt als Abschluss. Ich werde ihn einfach vorlesen. Der Titel ist Himmelsgrenzenstürmerin. Ein Stern reicht nicht. Sternenfrauen fragen nach dem ganzen Himmel.
Sie balancieren über den schmalen Grat des Horizontes und ziehen dabei die Linien des Lebens mit Finger- und Fußspitzen nach, auch wenn ihnen dabei die Haare zu Berge stehen oder es ihnen den Atem verschlägt. Sie lassen den silbernen Faden der Seelenführung nicht aus den Händen und die nicht aus den Augen, die sich ihrer Lebensweisheit anvertrauen. Frauen greifen nach den Sternen von Sinn und Zeit, von Ja und Amen, holen sie herunter und stecken sie neu am Himmel auf. Sternenfrauen, die lauschenden, schöpferischen Töchter Gottes, Himmelgrenzenstürmerinnen, ohne die die Welt nicht atmen kann. Dieser Text stammt von Aurelia Spendl, einer deutschen Theologin. Und ich möchte mich auch noch sehr herzlich bedanken im Namen von Welthaus. Ich habe diesen Text auch als Geschenk für euch zum Mitnehmen und auch noch ein kleines Dankeschön. Der auch passend ist zum Text. Ich möchte euch hiermit ein Stück vom Glück schenken. Danke. Oh, danke. Ich glaube, vielleicht, es gibt ja noch Gelegenheit, jetzt mit den Vieren ins Gespräch zu kommen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber schließen wir mal die offizielle Runde hier vom Podium ab. Schön, dass Sie da waren und einen schönen Abend noch. Und beide Glück von dieser unglaublich herzlichen Gespräch von des 19. Jahrhunderts noch in